Erstes Kapitel: Mythos. Ursprünge. Bevor das Leben begann, bevor selbst der Kosmos Gestalt annahm, gab es das Licht. Und es gab die Leere. Ungehindert von den Fesseln von Raum und Zeit erstreckte sich das Licht in Form eines endlosen spektralen Meeres durch die gesamte Existenz. Mächtige Ströme lebendiger Energie durchzogen seine spiegelnden Tiefen und erzeugten dabei eine Symphonie von Freude und Hoffnung. Das Meer des Lichts war in Bewegung und in stetem Wandel begriffen. Doch während es sich ausbreitete, verblassten einige seiner Energien und zurück blieben Flecken kalter Leere. Diese Flecken verschmolzen miteinander und aus der Abwesenheit des Lichts entstand eine neue Macht. Dies war die Leere, eine dunkle, vampirische Kraft, die sämtliche Energie verschlingen wollte und die Schöpfung umzukehren und sich selbst zu nähren. Die Leere wuchs rasch, ihr Einfluss breitete sich aus und sie wandte sich gegen die wogenden Wellen des Lichts. Die wachsende Spannung zwischen den beiden entgegengesetzten und doch unzertrennlichen Energien entlud sich schließlich in einer Reihe entsetzlicher Explosionen, welche das Gebilde der Schöpfung entzweirissen und eine neue Ebene der Existenz gebaren. In jenem Moment entstand das materielle Universum. Die Energien, die durch das Aufeinanderprallen von Licht und Leere freigesetzt wurden, wüteten durch den entstehenden Kosmos, sodass Brocken roher Urmaterie in Form zahlloser Welten davonwirbelten. Viele Epochen lang brodelte dieses immer weiter wachsende Universum, dieses große, dunkle Jenseits, in einem Mahlstrom aus Feuer und Magie. Die instabilsten Energien verschmolzen zu einer Astraldimension, bekannt als der wirbelnde Nether. Licht und Leere stießen an den Rändern dieses Reiches aufeinander und flossen ineinander über, was endloses Chaos erzeugte. Obwohl indirekt mit dem großen dunklen Jenseits verbunden, existierte der wirbelnde Nether außerhalb der Grenzen des materiellen Universums, was aber nicht verhinderte, dass seine flüchtigen Energien immer wieder durch den Schleier des großen dunklen Jenseits stachen, in die Realität fluteten und die Schöpfung dort verzehrten. Die kataklysmische Geburt des Kosmos wirbelte zudem Splitter des Lichts durch die Realität, welche auf Myriaden von Welten den Funken des Lebens entzündeten und Kreaturen von wundersamer und erschreckender Vielfalt entstehen ließen. Hier und da zogen sich Wolken gebrochenen Lichts zusammen und erzeugten Wesen von gewaltiger Macht und noch größerem Potenzial. Zu ihnen zählten die Naru, wohlwollende Kreaturen aus strahlender heiliger Energie. Am häufigsten unter diesen Lebensformen waren die Elementargeister, Urwesen aus Feuer, Wasser, Erde und Luft. Fast auf jeder materiellen Welt waren sie heimisch. Viele von ihnen schwelgten in den Wirrnissen, welche die Schöpfung während der Anfangszeit fest im Griff hielten. Als sie auf das gewaltige Universum hinausblickten, sahen sie Welten voll grenzenloser Möglichkeiten und die Naru gelobten, ihre heilige Magie einzusetzen, um Hoffnung zu verbreiten und das Leben zu fördern, wo immer sie ihm begegnen mochten. Noch ungewöhnlicher als die Naru waren die riesenhaften Titanen, deren Geister, bekannt als Weltenseelen, sich tief im feurigen Kern einer Handvoll Welten formten. Viele Zeitalter schlummerten diese Titanen vor sich hin und ihre Energien durchströmten die Himmelskörper, die sie bewohnten. Als die Titanen schließlich erwachten, taten sie dies als lebende Welten. Kosmische Winde heulten um ihre gigantischen Formen, Körper gehüllt in einem Mantel aus Sternenstaub, ihre Haut überzogen von silbrigen Berggipfeln und schimmernden, magiegetränkten Meeren. Mit Augen, die wie Sterne funkelten, betrachteten sie den heranreifenden Kosmos, fasziniert von seinen Mysterien. Während die Naru schworen, das Leben zu schützen, brachen die Titanen zu einer anderen Mission auf. Sie streiften durch die fernen Winkel des großen dunklen Jenseits und suchten nach anderen ihrer Art. Diese weite, gewaltige Reise sollte eines Tages den Lauf der Schöpfung verändern und das Schicksal allen Lebens bestimmen. Die Titanen
und die Ordnung des Universums. Niemand weiß, wann oder warum der erste Titan erwachte, aber die Legenden besagen, dass sein Name Amantul lautete. Obwohl er allein war, spürte er in seinem Herzen, dass es andere wie ihn geben musste. Also erforschte er die Welten des großen dunklen Jenseits, um weitere Titanen zu finden. Die Suche war erschöpfend und einsam, letztlich aber von Erfolg gekrönt, denn er entdeckte andere schlummernde Weltenseelen. Liebevoll kümmerte sich Amantul um diese neu gefundenen Geschwister und holte sie aus ihrem Schlaf. Die Erwachten schlossen sich daraufhin seiner hehren Suche an. Amantul und seine Artgenossen wurden als Pantheon bekannt. Von Natur aus gutmütig, lagen Ordnung und Stabilität in ihrem Wesen, zudem war ihnen eine Verbundenheit mit der schlummernden Magie des Universums angeboren. Das Pantheon war sich seiner unglaublichen Macht bewusst und verpflichtete sich daher einem Kodex, der Besonnenheit gegenüber jeder Zivilisation verlangte, der sie begegnen mochten, einschließlich der widerspenstigen Elementargeister. Die Titanen des Pantheons gelangten zu der Erkenntnis, dass Ordnung vonnöten sei, um weitere ihrer Art zu finden. Auf jeder Welt, die sie entdeckten, bedienten sie sich einer bestimmten Methode, um zu ermitteln, ob es dort eine Weltenseele gab. Zunächst beschwichtigten sie die tobenden Elementare, dann formten sie die Welt um, indem sie gewaltige Berge, bodenlose Meere und brodelnde Himmel erschufen. Zu guter Letzt säten die Titanen eine Unzahl von Lebensformen über die neu geordnete Welt aus. Dadurch wollten sie die Weltenseele wecken und ihren Reifungsprozess unterstützen. Die meisten Orte, die sie besuchten, waren jedoch keine Weltenseele in sich. Das Pantheon schwor, alle Welten zu beschützen, selbst wenn sie keine schlafenden Titanen beherbergten. Um diesen Eid gerecht zu werden, schenkten die Titanen dem primitiven Lebewesen die nötige Macht, um die Integrität der von ihnen geordneten Welten zu wahren. Darüber hinaus verankerten sie gigantische Maschinen in den Oberflächen jener Welten, um sie zu überwachen und um jegliches Leben einer Welt auszulöschen, sollte ihre Evolution im Chaos versinken. Zur Unterstützung des Pantheons rief Amantul das mysteriöse Volk der Konstellaren herbei. Diese Himmelswesen wachten fortan über die von den Titanen geordneten Welten und hielten nach Anzeichen von Instabilität Ausschau. Falls nötig, konnten die Konstellaren einen Notfallmechanismus auslösen, um das Leben auf einer Welt auszuradieren und somit die Evolution auf ihren Anfangspunkt zurückzusetzen. Im Verlauf der Äonen fanden die Titanen immer weniger Weltenseelen, aber das konnten sie nicht entmutigen, wussten sie doch, wie unvorstellbar groß das Universum war. Selbst nach all den Zeitaltern der Suche und der Erforschung der Sterne hatten sie nur einen kleinen Teil der Schöpfung erkundet. Das Pantheon ahnte jedoch nicht, dass in den fernen Weiten des großen dunklen Jenseits auch bösartige Mächte am Werk waren. Das Pantheon im Überblick. Amantul, Hochvater des Pantheons. Sargeras, Verteidiger des Pantheons. Agramar, Leutnant des großen Sargeras. Eona, die Lebensbinderin. Kasgoros, Former und Weltenschmied. Norganon, Wächter der himmlischen Magie und Lehre. Golganes, Herr der Himmel und der tosenden Meere. Die leeren Fürsten und die Geburt der alten Götter. Seit dem Moment, da der Kosmos entstand, hatten die Geister der Leere versucht, die Realität in ein Reich ewiger Qualen zu verzerren. Diese Wesenheiten waren als die leeren Fürsten bekannt und schon seit langem hatten sie die Reise des Pantheons von einer Welt zur nächsten beobachtet. Sie neideten den weltenformenden Titanen ihre Macht und trachteten danach, einen der ihren in ein Instrument ihres Willens zu verwandeln. Um dieses Ziel zu erreichen, versuchten die leeren Fürsten, sich im materiellen Universum zu manifestieren. Dabei sickerten ihre Energien in die Realität und verzerrten einige der nichtsahnenden Bewohner der Schöpfung. Die noblen und tugendhaften Titanen erwiesen sich hingegen als immun gegen diese heimtückische Verderbnis. So beschlossen die leeren Fürsten,
schließlich ihren Einfluss auf einen Titan auszuüben, solange er in seinem verwundbarsten Zustand war, vor seinem Erwachen. Die leeren Fürsten wussten nicht, welche Welten die Geister schlummernder Titanen in sich bargen, also vereinten sie ihre Kräfte und schleuderten dunkle Kreaturen in das materielle Universum hinaus, hoffend, dass einige von ihnen auf eine Weltenseele stoßen würden. Niemand kann sagen, wie viele solcher finsteren Wesen durch das große dunkle Jenseits flogen, aber sie verunreinigten die sterblichen Welten und alles, was sie auf ihren blinden Suchen berührten. Im Laufe der Zeit wurden diese bösartigen Kreaturen als die alten Götter bekannt. Obwohl die Titanen wussten, dass Energien der Leere im Universum existierten, hatten sie keine Ahnung von den leeren Fürsten oder den alten Göttern. Es war eine andere, unmittelbarere Bedrohung, die nun ihre ganze Aufmerksamkeit in Anspruch nahm: die Dämonen. Diese grausamen Wesen waren aus dem wirbelnden Nether geboren, Sklaven des Hasses und der Heimtücke. Und es gierte sie nach nichts anderem als der Zerstörung allen Lebens im Universum. Der Aufstieg der Dämonen. Ebenso wie im großen dunklen Jenseits war auch im wirbelnden Nether Leben aufgekeimt. Die Kreaturen, die dieses stürmische Reich hervorgebracht hatte, wurden Dämonen genannt. Sie waren entstanden, als die Energien von Licht und Leere an den Grenzen des wirbelnden Nethers ineinander übergegangen waren. Die Dämonen suhlten sich in ihrer wilden Zügellosigkeit und loteten mit wahrer Wollust die Grenzen ihrer Macht aus, ohne über die Konsequenzen nachzudenken. Viele von ihnen labten sich an der äußerst unbeständigen Energie, die den Nether durchzog, und einige lernten, die alles verschlingende Macht der Teufelsmagie einzusetzen. Schon bald hatten sich diese nach Blut dürstenden Dämonen einen Weg in das materielle Universum gebahnt, wo sie die sterblichen Zivilisationen terrorisierten und Welt um Welt in den Untergang trieben. Dabei traten die Dämonen in vielerlei Gestalt auf. Manche, wie die zweiköpfige leeren Hunde, streiften wie tollwütige Bestien durch die Ödnis des Nethers. Andere, wie die monströsen Abyssale und die Höllenbestien, waren geistlose Verquickungen von Materie und Teufelsmagie, die mächtigere, intelligentere Dämonen erschaffen hatten. Unter diesen höher entwickelten Dämonen fanden sich die Natresim, auch als Schreckenslords bekannt. Diese gerissenen und manipulativen Wesen widmeten ihre Existenz der Beherrschung der Schattenmagie. Die Natresim genossen es, sich in die Zivilisation der Sterblichen einzuschleichen, Unfrieden zu stiften und Nationen gegeneinander aufzustacheln. Während diese Reiche dann untergingen oder von innen heraus zerfielen, korrumpierten die Natresim die Bevölkerung und verwandelten Unschuldige in neue, furchterregende Arten von Dämonen. Die mächtigen Anihilan oder Grubenlords wählten eine direktere Weise, um Welten zu erobern. Diese monströsen Schlechter existierten nur, um die Sterblichen zu quälen und zu foltern, die ihren Weg kreuzten. Oft wurden niedere Dämonen aus den Tiefen des Nether von den Grubenlords versklavt und als entbehrliche Verstärkung benutzt, wenn sie die sterblichen Zivilisationen des großen dunklen Jenseits heimsuchten. Bald erfuhr das Pantheon von den dämonischen Vorstößen in den Randgebieten der Schöpfung. Die Titanen fürchteten um ihre Bemühungen, weitere Weltenseelen zu finden und zu erwecken, und entsandten ihren mächtigsten Krieger, den edlen Sargeras. Ohne zu zögern, brach der beherzte Titan zu seiner Mission auf und erschwor, nicht eher zu ruhen, bis er das Universum von jeglichem dämonischen Einfluss gesäubert hätte. Sargeras und Agramar. Selbst unter den außergewöhnlichen Mitgliedern des Pantheons reichte keiner an Sargeras Mut und Stärke heran. Eigenschaften, die ihm bei seiner Jagd auf die Dämonen zum Vorteil gereichen sollten. Gerüstet mit unerschütterlicher Überzeugung machte er sich auf ins große dunkle Jenseits. Schon bald zog es Sargeras zu Welten, auf denen unberechenbare, unbeständige Energien vorherrschten. An diesen Orten war der Einfluss des wirbelnden Nethers in das materielle Universum hinübergeschwappt und hatte so Horden von Dämonen den Einzug ermöglicht. Über Epochen hinweg
bereiste Sargeras diese geplagten Welten und kämpfte, um ihre sterblichen Bewohner vor den einfallenden Dämonen zu schützen. Er sah, wie seine Feinde ganze Zivilisation in qualmende Trümmer und ihre Bewohner in hasserfüllte, verderbte Kreaturen verwandelten. Zeuge dieser schrecklichen Opfer und der Verwüstung zu werden, erfüllte ihn mit einem überwältigenden Gefühl der Hilflosigkeit. Bevor er zu seiner Mission aufgebrochen war, hatte er sich nicht vorstellen können, dass solches Übel im Universum existierte. Dennoch waren die wilden Dämonen schlecht organisiert und inkompetent. Sargeras besiegte sie mühelos und errang Sieg um Sieg. Während er eine Schlacht nach der anderen schlug, stellte er fest, dass einige Dämonen gelernt hatten, die Energien der Leere einzusetzen. Indem er diese dunklen Mächte untersuchte und ihre Ursprünge erforschte, erfuhr er von der Existenz der bösartigen Intelligenzen, die Verderbnis im Kosmos säten. Bei diesen Intelligenzen handelte es sich um die leeren Fürsten, und sie waren weit mächtiger als Dämonen. Ihre Präsenz beunruhigte Sargeras zutiefst. Er überlegte, was die Mächte der Leere wohl planten und was ihre Existenz für das Universum bedeutete. Seiner verstörenden Entdeckung zum Trotz setzte Sargeras seinen Feldzug gegen die Dämonen fort. Auch die Arbeit des Pantheons schritt ungehindert voran. Sie suchten nach schlafenden Titanen und brachten dabei Ordnung auf neue Welten. Oft hielt Sargeras inne, um diese erblühenden Welten zu betrachten, zu sehen, wie das Leben gedieh, völlig frei vom Einfluss der Dämonen, gab ihm tiefe Befriedigung. Seine Liebe für das Leben veranlasste ihn, sich den leeren Fürsten entgegenzustellen, um ihre finsteren Pläne gegen die Schöpfung zu durchkreuzen. Ganz gleich, welcher Gestalt diese Pläne waren. Schon bald verdoppelten die Dämonen ihre Bemühungen und überzogen noch mehr Welten mit Tod und Verwüstung. Zu seiner Bestürzung stellte Sargeras fest, dass er viele der Dämonen schon mehrmals bekämpft hatte. Nachdem er sie im materiellen Universum niedergestreckt hatte, waren ihre Geister einfach in den wirbelnden Nether zurückgekehrt, um später in neuen Körpern wiedergeboren zu werden. Der einzige Weg, Dämonen endgültig zu vernichten, bestand darin, sie im Nether selbst zu töten oder in Bereichen des großen dunklen Jenseits, in denen die unbeständigen Energien dieses Reiches besonders stark waren. Doch das wusste Sargeras nicht. Er sah nur, dass seine gegenwärtigen Bemühungen nutzlos waren. Sie genügten nicht, um seine Feinde zu zerstören, also brauchte er ein Mittel, um die Dämonen einzusperren. Beunruhigt, ob diese Entwicklung und des fortwährenden Zustroms an Dämonen entsandte das Pantheon einen zweiten Titanen, der Sargeras unterstützen sollte. Sein Name war Agramar, und er war im Kampf zwar unerfahren, doch erwies er sich als äußerst lernfähig. Er verdiente sich Sargeras Bewunderung und wurde dem Krieger ein zuverlässiger Mitstreiter. Viele Jahrtausende lang kämpften sie Schulter an Schulter, ein undurchdringliches Bollwerk gegen den Ansturm der blutrünstigen Dämonenhorden. Da Agramar sich schon bald im Kampf behaupten konnte, hatte Sargeras Zeit, die Beschaffenheit des wirbelnden Nethers zu studieren und nach einem Weg zu suchen, um die Dämonen einzusperren. Noch war ihm das wahre Ausmaß dieses wechselhaften Reiches nicht bewusst, aber er hatte gelernt, einige seiner Energien zu beeinflussen und zu formen. Dieses Wissen nutzte Sargeras, um innerhalb des Nethers ein Gefängnis zu errichten, Mardum, die Ebene der Verbannung, eine undurchdringbare Taschendimension, aus der nichts entkommen konnte. Nun wurden die Dämonen nach ihrer Niederlage nicht mehr wiedergeboren, sondern in dieses Gefängnis gesperrt, wo sie bis in alle Ewigkeiten schmoren sollten. Als Agramar und Sargeras ihren Feldzug fortsetzten, quoll Mardum bald schon über vor gefangenen Dämonen und ihren zerstörerischen Teufelsenergien. Diese Energien wurden so stark, dass sie den Schleier zwischen Nether und materiellem Universum zerrissen. So erschien das Gefängnis als brennender, neuer Stern in den fernen Weiten des großen dunklen Jenseits. Die heldenhaften Taten von Sargeras und Agramar brachten schon bald Frieden in den Kosmos. Dämonische Überfälle blieben zwar nach wie vor eine beständige Bedrohung für das große dunkle Jenseits, aber sie wurden immer seltener. Die Welten der Titanen gediehen und das Leben erblühte in all seiner Vielfalt. Der Wille der Leere.
Während das Pantheon nach schlummernden Weltenseelen suchte, setzten Sageras und Agrama ihre Jagd auf brandschatzende Dämonen fort. Die beiden Streiter waren sich einig, dass sie mehr Welten beschützen könnten, indem sie sich aufteilten und nur in Augenblicken größter Not nach dem anderen riefen. So gingen sie fortan getrennte Wege. Während dieser Epoche offenbarte sich Sageras schließlich die Pläne der leeren Fürsten in all ihrer Grausamkeit. Es zog ihnen einen entlegenen Winkel des großen dunklen Jenseits, wo die kalten Energien der Leere aus einer schwarzen, verdorrten Welt strömten. Auf ihrer Oberfläche entdeckte Sageras riesige Wesen, wie er sie noch nie gesehen hatte. Dies waren die alten Götter, die diese Welt befallen und in einem Schleier aus leeren Energie gehüllt hatten. Doch es handelte sich nicht um irgendeine Welt, wie Sageras mit wachsenden Grauen erkannte. Er hörte die Weltenseele, die in ihrem Inneren vor sich hinträumte. Nur waren es nicht die fröhlichen Träume, die er von anderen Weltenseelen kannte, vielmehr waren es dunkle, fürchterliche Albträume. Die Tentakel der alten Götter hatten sich tief in den Boden gegraben und hüllten den Geist des schlafenden Titanen in Schatten. Eine Gruppe von Natresim hatte diese schwarze Welt ebenfalls entdeckt. Sie kamen, um zwischen den alten Göttern zu verweilen und sich in ihrer dunklen Macht zu suhlen. Als er ihr böses Wesen spürte, nahm Sageras die Natresim gefangen und verhörte sie gnadenlos, bis die gebrochenen Dämonen schließlich preisgaben, was sie über die alten Götter und die Absichten der leeren Fürsten wussten. Sollte es den Kräften der Leere gelingen, einen schlummernden Titan zu verderben, würde er als unvorstellbar dunkles Wesen erwachen. Keine Macht der Schöpfung, nicht einmal das Pantheon, wäre ihm gewachsen und letztlich würde der verzerrte Titan alle Materie und Energie im Universum verschlingen. Dann würde sich jede Faser der Existenz dem Willen der leeren Fürsten beugen müssen. Zum ersten Mal verspürte Sageras, der ungeschlagene Streiter der Titanen, Angst. Ihm wurde klar, dass die leeren Fürsten ebenso nach Weltenseelen gesucht hatten wie das Pantheon. Er hätte es nie für möglich gehalten, dass die Energien der Leere einen schlafenden Titan so völlig verzehren könnten. Doch nun sah er den Beweis direkt vor sich. Wut und Verzweiflung brannten in Sageras Seele und er erschlug die Natresim mit einem einzigen Schlag. Sein Zorn war so groß, dass er die Dämonen mitsamt ihrer Geister auslöschte. Anschließend wandte er sich der schwarzen Welt zu. Sein Herz schmerzte vor Trauer, denn er wusste, dass es nur eine Möglichkeit gab, das Erwachen des dunklen Titan zu verhindern. Mit einem Hieb seiner Klinge schlug Sageras die Welt entzwei. Die folgende Explosion verschlang die alten Götter und ihre Energien, tötete gleichzeitig aber auch den schlafenden Titanen. Sofort kehrte Sageras zum Rest des Pantheons zurück und rief Agrama an seine Seite. Vor den versammelten Titanen berichtete er, was er herausgefunden hatte. Die anderen Mitglieder des Pantheons waren fassungslos ob seiner Entdeckung, aber noch mehr erschreckte sie Sageras ungestüme Reaktion. Sie schalten ihn, weil er einen der ihren so sinnlos erschlagen hatte. Hätte er sie zur Hilfe gerufen, so argumentierten sie, hätten sie die Weltenseele vor der Verderbnis bewahren können. Obwohl Sageras versuchte, sie von der Notwendigkeit seines Handelns zu überzeugen, erkannte er rasch, dass es zwecklos war. Die anderen Titanen hatten nicht gesehen, was er gesehen hatte. Niemals könnten sie verstehen, warum er so drastische Maßnahmen ergriffen hatte. Außer ihm war Agrama der einzige Titan, der je direkt mit der Leere und den Dämonen konfrontiert worden war. Die anderen waren nicht imstande, sich der Verdorbenheit dieser Übel und ihrer Macht vorzustellen. Hitzige Diskussionen flammten auf, als Sageras und der Rest des Pantheons darüber stritten, wie der Bedrohung durch die leeren Fürsten zu begegnen sei. Sageras größte Furcht war, dass die alten Götter nicht nur diese eine Weltenseele korrumpiert hatten, sondern vielleicht noch viele weitere. Womöglich war es schon zu spät, um sie aufzuhalten. Er sprach seine zunehmende Befürchtung aus, dass die Existenz selbst makelbehaftet sei, ein Gedanke, der ihn seit der Begegnung mit den alten Göttern beschäftigte. Nur indem sie die gesamte Schöpfung hinfortbrannten, könnten die Titanen die Pläne der leeren Fürsten wirklich vereiteln. Soweit es Sageras betraf, hielt er selbst ein lebloses Universum für besser als eines, das von der Leere beherrscht wurde.
Das Leben hatte schon einmal Einzug in den Kosmos gehalten. Vielleicht würde es sich wieder regen, nachdem das materielle Universum von jeglicher Verderbnis gereinigt war. Der Vorschlag entsetzte den Rest des Pantheons. Eona, die Lebensbinderin, erinnerte Sargeras an den Schwur der Titanen, das Leben wann immer möglich zu beschützen. Keine Bedrohung konnte so groß sein, dass sie eine systematische Ausrottung rechtfertigte. Selbst Agramar stellte sich gegen seinen Mentor und pochte darauf, dass es eine andere Möglichkeit geben müsse, die leeren Fürsten zu besiegen. Er drängte Sargeras von seinem dunklen Plan abzulassen und nach einer besseren Lösung zu suchen. Verzweiflung stieg in Sargeras auf und er fühlte sich verraten. Er stürmte davon, wohl wissend, dass seine Geschwister niemals zur Vernunft kommen würden. Wenn sie ihm nicht helfen wollten, die Verderbnis der leeren Fürsten auszumerzen, würde er es eben alleine tun. Dies war das letzte Mal, dass die Titanen des Pantheons ihn als einen der ihren sehen sollten.